Standort, Deutsche Wetterdienst, Station Birndorf, Sprichwald München. Nach dem Motto aus dem Nichts heraus, blauer Himmel, pseudoblauer Himmel, zogen wir seit Mittagsstreifen wie die Bekloppten und produzieren dann diesen Himmel. All die, weil ja morgen Regen angesagt ist auf der Software. Die 40 Streifen, die jetzt hier kommen, oben richtig schön, die habe ich gesehen bei der Entstehung, habe ich aufgenommen, die habe ich extra gemerkt. Und das sind die, die aus den Flugzeugen zuvor entstanden sind. Richtig fett vom Feinsten. Sowas nennt man ein zweites Leben der Kondensstreifen. Aus der direkten Entstehung.
So, letzte Aufnahme. 25. Februar 2014 um 16.43 Uhr. Was wir hier sehen, ist das Ergebnis aus den Kondensstreifen, die ich in Bad München aufgenommen habe, von den Fliegern, die da ankamen. Mit Nahaufnahmen, die sich gekreuzt haben. Ich habe diese Kondensstreifen direkt im Auge behalten, die ganze Zeit über. Was wir gesehen haben, was draus geworden ist, hat man bei den Aufnahmen an der deutschen Wetterdienststation Birnbach, sprich Wald München, gesehen. Ich habe es extra fotografiert. Diese fetten Dinger da, das sind die Ergebnisse aus den normalen, für euch normalen Kondensstreifen oder Contrails genannt. Was wir jetzt hier sehen, ist das Endresultat aus diesen ganzen Kondensstreifen, die hier lang gezogen worden sind. Wir haben auch hier wieder einen schönen Halo-Ansatz. Ich habe vor 3 Tagen, bevor diese schöne Wetterfront die 2 Tage jetzt angehalten hat, einen Dauerhalo gehabt von Sonnenaufgang bis zum Nachmittag, sprich von gegen 7 Uhr, 7.30 Uhr ungefähr, bis gegen 14 Uhr, 15 Uhr Dauerhalo, wie gesagt. Und danach kam die schöne Wetterfront. Was wir jetzt hier haben, ist genauso lustig. Die Wetterfrösche sagen ja für morgen Regen voraus. Ich freue mich schon drauf. Fassen wir das Fazit zusammen. Der letzten 2 Jahre kann man sagen, aufgrund der Untersuchungsergebnisse und der Beobachtungen, der laufenden tagtäglichen Beobachtungen, gibt es irgendwie einen Stufenplan. So alle 6 Monate kommt eine neue Stufe mit neuen Inhalten von Aerosole oder Chemiesubstanzen. Am Anfang waren es stinknormale Kristalle, dann kam, ja, dann hat man drinnen gehabt 2,11 auf 2,12 ziemlich viel Cyanobakterien. Dann ging es über 2012 Polymerzusätze. Dann fing man an, die Grippewelle zu etablieren. Sprich, 2013 habe ich dann gemerkt und aufgezeichnet, einen Tag in der Woche kontinuierlich, denselben Tag, wurden Bakterien runtergeschmissen. Wie gesagt, einen Tag auf den anderen über Nacht Bakterien in Nährbodenlösung. Die anderen Tage nichts, die Woche drauf erneut. So kam die Grippewelle zustande. Dieses Jahr war es ähnlich. Nun hat es dann ein bisschen variiert. Aber auch wiederum nur einen Tag die Woche. Zu den letzten 3 Tagen kann ich sagen, hat man das Wetter geändert. Für die schönen Tage gab es natürlich wunderschön Zinkoxid. Zinkblumen konnte man herrlich sehen in der Luftfeuchtigkeit. Dazu gemixt natürlich, diesmal sehr massivst, Zinkchromat nachgewiesen. Also richtig vom Feinsten, was die Gesundheitsschädigung betreffen tut. Jo, mehr gibt es eigentlich nicht mehr zu sagen dazu. Wir für unser Team machen hier Feierabend. Die Arbeit via YouTube ist hiermit beendet. Das ist das letzte Video in dem Sinne. Der Kanal ist noch rund auf Parkplatz und wird demnächst, so wie es jetzt festgelegt ist, wahrscheinlich komplett gelöscht. Aber das wird noch eine Zeit lang dauern. Was ich euch anraten kann, weil ja viele kommen, Schienfeld glaube ich nicht, gibt es nicht, die Mädchen erzählen nichts davon. Vergesst, was die Mädchen sagen, die belügen euch nach Strich und Faden. Wenn jemand ankommt, ja, physikalische Gesetze beachten, drum und dran, das tun wir schon. Wir vergleichen die Streifen da oben, wenn wir Zeit haben, wenn die Zeit es erforderlich macht. Mit dem Flightradar gleichen ab, welcher Flieger ist, auf welcher Höhe er fliegt, gleichen das mit den aktuellen Wetterballondaten ab oder schicken selber Wetterballons hoch. Kam auch schon mal vor, brauche ich auch in der Regel nicht, weil Wetterballonstation in der Nähe ist.
damit wir keinen Fehler machen, gleichen wir es mit den ganzen Wetterballonstationen in ganz Deutschland ab, an deren Regionen. Und daran können wir halt das auch sehen und vergleichen mit den DVD-Daten von mir aus. Und Fakt ist, dies eine Fachperson, zum Beispiel eine Frau Dr. Ulrike Burthaut vom Deutschen Luft- und Raumfahrtzentrum sagt, um Kondensstreifen entstehen zu können, bedarf es eine Temperatur von minus 30, 35 Grad ungefähr, und das muss sehr, sehr feucht sein. Irgendwann hat man dann rausgerückt, so um die 70% relative Luftfeuchtigkeit. Das ist da oben bei diesen Sachen wie heute bei weit nicht gegeben. Ich habe es euch gestern kurz gezeigt gehabt. Da waren es mal schlappe 6% Luftfeuchtigkeit bei minus 65, 66 Grad. Also physikalisch voll der Hoax. Geht nicht. Fast unmöglich. Eigentlich unmöglich. Aber wen interessiert es? Für euch sind es Kondensstreifen. Chemtrails gibt es nicht. Was die Medien sagen und Politiker sagen, die Regierung sagt, das ist für uns Gesetz. Wenn ihr das wollt, dann glaubt einfach weiter daran. Für die anderen, die intensiv dabei sind, aufzuklären, einen guten Ratschlag. Schließt euch zusammen in Gruppen. Meinetwegen 5, 6 Leute, so in der Region bezogen. Besorgt euch ein Mikroskop, von mir so spenden oder kratzt es zusammen, wo ihr Auflösungen machen könnt, gute Auflösungen von tausendfacher Auflösung würde reichen. 2000 wäre natürlich noch besser, das sind dann biologische Mikroskope, so wie ich eins habe, Trinokular. Dazu noch eine Kamera, mit der man hochauflösend aufnehmen kann am Computer, dass man den Nachweis hat. Ja, und damit könnt ihr arbeiten, könnt nachverfolgen zum Beispiel. Dann könnt ihr sehen, was da oben runterkommt, was man euch auf die Köpfe schmeißt. Und dann könnt ihr auch den anderen anhand der Fakten sagen, schaut her, das und das ist drin, so schaut es aus, was ihr einatmet. Warum ihr laufend krank seid, warum die Erkältungsphasen nicht mehr abreißen seit 2 Jahren. Die Kinder in den Schulen, Kindergärten rund um die Uhr erkrankt sind, nicht mehr richtig gesund werden. Wenn ihr euch mal die Ingredienzien anschaut, die in Aerosolen drin sind, welche Symptomatik die hervorrufen, toxisch gesehen, dann werdet ihr schnell feststellen, dass diese Symptome der toxischen Vergiftung, denen der prognostizierten Erkältungswellen etc., Norovirus, Rotavirus, Grippewelle, was auch immer, wunderbar 1:1 vergleichen könnt. Und dann braucht es auch kein mehr wundern, dass wir die Menschen und Kinder, Erwachsene wie auch Kinder, im Prinzip ganzjährig nicht mehr so richtig auf die Reihe kommen. Das dazu. Ich bedanke mich der Abonnenten. Mittlerweile sind es glaube ich über 700 Stück bei uns. Ich bedanke mich bei denen, die eisern bei uns festgehalten haben, die sich erkundigt haben. Und auch bei denen, die mal so sporadisch vorbeigeschaut haben, auch wenn sie nicht daran glauben. Die meisten, die sich mal alles angeschaut haben, sind die, die wissen, was da oben vor sich geht. Jo. In diesem Sinne, euch alles Gute für die Zukunft. Schauen wir mal. Euer Team Pose Pempio. Thank you.